Harry sagt Hallo und guten Tag mit der Realität. Heute am 11. Juli 2023 beginnen hier am Faro 2 kurze Bestandsaufnahme. Ja, das totgesagte Zentrum gibt es immer noch, den Supermarkt hier, der ist offen. Dann haben wir hier nebenan den kleinen Drugstore, dann einen Bazar und ja, hier haben wir noch ein Lokal und zwar das Toro 2 mit dem Stier draußen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch den Fahrradhändler, also alles beim Alten. Das hat aber jetzt nicht Hauptpriorität, sondern ganz einfach, um mal zu zeigen, dass hier noch alles beim Alten sozusagen ist. Und ein Restaurant haben wir noch innen, das darf man nicht vergessen. Und das Café vorne oder die Bar neben dem El Toro auch noch, das sehen wir gleich im Vorbeifahren. Wohnzimmer 2. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand hier. Ja, und es gibt es noch, das Angebot. Ja, und zwar noch keine, ich sage mal, 5 Minuten hier weg. Da gibt es eine Souterrain-Wohnung. Also nochmal, ganz wichtig, damit man ein paar Treppen nach unten gehen. Und da hat man eine Wohnung, Schlafzimmer, Bad, Küche, Wohnzimmer und so einen kleinen Vorplatz noch. Und die wird frei ab 1. Also hier die Richtung. Hier die Richtung, keine 5 Minuten weg von hier. Und das habe ich erfahren und da soll aber jetzt nicht groß jetzt mit Fotos im Internet geworben werden, sondern ganz einfach ist die Wohnung dann so und so gleich weg. Also wenn jemand Interesse hat, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Es soll eine Einzelperson sein, also eine Person ohne Tiere. Ganz einfach. Und da braucht man auch nicht reden oder diskutieren, sondern für 550 Euro inklusive Strom und Wasser und Internet. Bis zu einem gewissen Rahmen natürlich, ganz klar. Also, es gibt es noch. So, hier unweit vom Faro 2 weg. Und hier haben wir nochmal den El Toro. Und hier nochmal die Terrasse. Die ist jetzt im Moment nicht offen, aber sonst ja, hier die Bar Cleopatra. Also, alles so wie gehabt. Und jetzt geht's Richtung Strand, Richtung kühle Brise. Sind ja auch wieder einige Gerüchte so im Umlauf, was die Temperaturen betrifft. Also 40 Grad haben wir noch nicht. Wir werden es gleich sehen. Ja, dann kommen natürlich die Fragen, warum dann das so günstig ist, 550 Euro mit Strom und Wasser, gibt es doch gar nicht, geht doch gar nicht. Doch, das ist eben der Eigentümer, der wohnt da im Haus und der möchte seine Ruhe haben, ganz einfach, und deswegen Einzelpersonen ohne Tiere und deshalb ganz einfach auch diese Tatsachen, die dann auch bestehen bleiben. Also es soll keiner anrufen, schreiben, anrufen geht nicht. Der dann sagt, ja, aber, nein, nicht aber. So, weiter geht's Richtung Barranco. Ja, hier an der Charca de Maspalomas. Gut, was los hier, die Zubringerbusse. Jetzt muss man noch hier in der Sonne stehen. Hoffentlich wird das auch bald anders, wenn der Park hier entsteht. Soll es ja Möglichkeiten geben, sitzenderweise dann auf den Bus zu warten. So, hier stehen die markierten Haltestelle hier. Und ja, ich werde es jetzt riskieren und werde hier lang fahren.
Da kommen jetzt noch zwei, noch eine, drei. Also dann wird hier richtig was los sein. Also das ist die Realität, so sieht es hier aus. Hier geht es auch mit dem Schild zu den öffentlichen Toiletten. Die sind da vorne rechts, für die, die es nicht wissen. Und es ist doch ganz schön was los. Es ist ja noch nicht das richtige offizielle Ferienwochenende. Ab 1. August ist offiziell Urlaub hier. Und das heißt, dann wird auch der innerspanische Reiseverkehr hier ankommen. Und jetzt ist sozusagen noch ein bisschen Vorbereitung. Ja, ich habe es doch riskiert, ganz einfach, weil die Luft dann hier noch ein bisschen angenehmer ist am Wasser. Und jetzt schauen wir mal aufs Thermometer. Die sind nicht alle sehr zuverlässig, aber unser Strandthermometer hier, das zeigt schon immer die richtige Temperatur an. Ja, hier ist auch bedeutend weniger Wasser jetzt drin. Früher hat man das ein oder andere Mal nachgeholfen, um aufzufüllen, aber so, hier ein bisschen mehr Wind, die gelbe Fahne. Aber ich glaube, jeder freut sich jetzt, dass es hier ein bisschen Wind geht. So, das Thermometer zeigt hier 32 Grad an. Ja, und so sieht es hier aus. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. 32 Grad hier am Strand. Es wird ja schon wieder von 40 Grad geredet. Das sind dann Höchstwerte, die hier irgendwo auf der Insel erzielt werden. Und die werden dann weitergegeben und dann heißt es, die haben da 40 Grad und mehr. Also, ich zeige es euch. Ja, muss ich nicht stehen, so viele Leute davor. 32 Grad jetzt hier. Ja, am Surfburger ist schon wieder Leichtbetrieb, leicht sage ich. Und hier vis-à-vis, hier vorher ist noch die Strandapotheke, da kommt gerade die Musik raus. Und hier vis-à-vis hat man auch noch ein bisschen mehr Platz am Strand. Also es ist noch nicht so eng und noch nicht so, ich sage ganz einfach, so voll. Ja, also es ist noch richtig Platz, aber wir haben auch Niedrigwasser. Und deswegen schaut es alles auch noch ein bisschen freundlicher aus hier. Die Frage, Sand heiß, ja, ab 26 Grad ist meiner Meinung nach der Sand zu heiß, um zu laufen, barfuß zu laufen. Deswegen sollte man schon darauf achten, wenn die Strecken ein bisschen weiter sind, und vom Wasser zum, ja, was weiß ich, wohin man laufen möchte, dass man da ein bisschen vorbaut. Ich sage mal, das ist so die Distanz, die es jetzt gerade gehen würde. So, und da schauen wir uns jetzt mal die Kappe da oben an. Da fällt nämlich schon langsam das Gerüst. Wir haben hier wieder rote Fahne, zweimal beschildert hier. Einmal die rote Fahne und einmal ein Schild, dass es eben verboten ist, da zu baden. Also ganz deutlich, es geht nicht besser hier, die rote Fahne. Oh ja, das war jetzt ein Satz mit X, hier ist die rote Fahne.
Und hier ist das Schild daneben. Hier ist noch mal eine rote Fahne. Ja, irgendwas hat sich wieder verstellt hier bei mir. Das Zoomen geht nicht, es geht hoch und runter. Also Technik, die begeistert. Ich muss das jetzt gerade mal einstellen. So, wenn man weiß, wo man hinlangen muss, dann geht das auch. Mittlerweile kenne ich mich dann doch recht gut aus. Aber so ein Eigenleben entwickeln alle elektronischen Geräte. So, hier ist es wieder. Hier ist die Stelle, wo ich am liebsten bin. So, hier das Thermometer, 30 Grad. Ja, ich bin jetzt bis hierher gefahren und will jetzt aufnehmen auf dem Rückweg. Und zwar zwei Gründe. Das eine, ich habe jetzt keinen Gegenwind, sondern Mitwind. Und zum anderen, weil es geht bergab. Jetzt bin ich hier angekommen und hier fällt mir auf, hier stehen die Baustellenfahrzeuge, ja sogar schon bis hier. Hier ist ein LKW, der gerade wegfährt, der hat Glasscheiben. Und ja, so sieht das hier aus. Hier kommt... Ja, Beton ist es keine, kommt Wasser. Es kommt mir so vor, als seien das Agua, ja, das ist Wasser, das ist Portable, Agua Portable. Also nehme ich an, dass es schon für den Pool ist. Ja, das wäre, da sehe ich auch einen gelben Schlauch. Und das ist häufig das Zeichen, jawohl, dass hier Poolwasser kommt, also hier sind die angeschlossen und jetzt müsste man nur noch den Schlauch verfolgen und da ist er und da ist die Tür auf, aber ich gehe da nicht rein, nein. Also ich sehe, da geht es in den Garten und hier wird ein Pool oder mehrere befüllt. Der Kleine hier vorne, der ist voll, der hat schon Wasser. So, und hier hört ihr richtig, wie es läuft. Also, ich habe ihn gerade gefragt, hier 60.000 Liter Wasser, das ist das Poolwasser. Ja, und jetzt geht es eine Stufe runter. 60.000 Liter. Oh, ist das schön. Und ein LKW fehlt noch. So, da waren wir dabei beim Pool auffüllen, fast. Ja, also Wasser für den Pool, die Leute können sich schon freuen, die schon gebucht haben. So, das soll jetzt keine Baustellenreise sein, sondern es ist nur jetzt im Vorbeigehen, im Vorbeifahren, ist mir nur gerade so eben aufgefallen. Ende der Woche gibt es dann wieder die Vorderseite und jetzt im Vorbeifahren. Aber ein gutes Zeichen, dass schon mal Wasser im Pool ist. So, und hier schaut noch alles richtig baustellenmäßig aus. Hier muss noch
die Brüstung nach oben, dann muss gestrichen werden, ausgebessert. Die Glasscheibe, das ist noch die alte, die ist nicht sauber, nein. Oben stehen die Betten abgedeckt, mehr oder weniger. Die Decke wird gerade abgehängt. Hotel Rio Gran Canaria. Es ist wieder die Zeit der Uhrenwerbung. Damit man noch schneller sieht, besser sieht, wie die Zeit vergeht. So, hier ist man auch schon am Aufwein, am Treppenabgang hier. So, und hier ist man innen am Arbeiten. Da ist noch jetzt, da ist man auch an der Decke beschäftigt. Gerüst steht hier auch außen. Das sind Agua-Paneel, das sind so Betonplatten für außen hingekommen. Oben am Dach wird gearbeitet. So, und dann sind wir schon vorbei. Dann geht es direkt zum anderen Hotel. So, Baustelle, adios. So, für mich jetzt angenehmer gegen, also mit Wind und es geht bergab. So, die ganze Hotellandschaft mit ihren schönen bunten Schirmen, hätte ich fast gesagt. Nein, das passt nicht, das Bunte. Hier nochmal, nein, da sind keine Uhren, aber fast. So, das ist die Realität. So sieht es hier aus. Wir können also festhalten, fürs Protokoll, heute wurde der Pool vom Rio Gran Canaria befüllt. Und es ist nicht so heiß wie gemeldet. Ich habe jetzt 3 Thermometer gesehen. 30 Grad, 31 Grad und 32 Grad. Und jetzt ist es gleich 17 Uhr und hier ist das mit den 30 Grad. Es ist auch nachvollziehbar, hier kommt ein bisschen mehr Wind vielleicht her. Vielleicht hat es damit zu tun. Jetzt 31, also. So, und jetzt sehen wir auch, deswegen wollte ich ja auch hier hinter die Kappe nochmal von unserem Leuchtturm. Es ist so ein grünliches Dach, also vielleicht sogar Keramik ist. Ja, die ersten Blicke jetzt, ich halte gleich mal an. Moment, wenn man da ein bisschen besser sieht. Hier kann man vielleicht was sehen. Im Stein da vorne halte ich an. So, der erste freie Blick aufs neue Dach von unserem Faro. Da haben wir ja heute nochmal eine Premiere. So sieht's aus, es ist grün.
Ja, irgendwann fällt auch das Gerüst. Ja, da hat sich auch einer wieder richtig Mühe gegeben. Und hier ist das Steindorf entstanden. Ja, das ist die Realität, so sieht es heute hier aus. Nochmal ein bisschen näher jetzt hier unseren Faro, das Dach. Sieht schön aus, edel muss ich sagen. Das erste Mal, dass man einen freien Blick hat. So schaut's aus. Ja, da ist man am Arbeiten, das sieht man da oben. Ja, so sieht das jetzt von hier aus, hier deutlich zu sehen, die roten Fahnen und das Schild, dass man da nicht baden darf. Auch hier der Blick durch die kleine Hecke hier ins Hotel. So, hier steht wieder die Luft, würde ich sagen. Hier ist auch noch nicht so viel los. Hier gibt es immer noch freie Plätze im Restaurant und im Beach Club El Senador. So, und hier nochmal der Blick auf den Beach. Näher am Strand kann man eigentlich nicht sein. Also dem Angestellten hier, dem ist nicht warm. Er hat gesagt, er freut sich, dass es angenehm ist. So, und da nochmal der Blick hier auf die Lokale. Da gibt es auch einen kleinen Supermarkt hier. So, und hier sitzen ist schön, aber heute nicht, nein. Wir schauen uns das mal aus der Ferne an. Vielleicht erkennen wir ja jemanden hier im Surfburger. So, hier ist immer was los, hier ist immer gute Laune. Hier ist immer ein Plätzchen frei für euch. So. So, Kamera ist schon an. Ja, ich bin jetzt aber direkt auch auf dem Wege nach Hause hier vorbei an den ganzen netten Lokalen. Hier nebenan auch was los in der Strandapotheke.
So, jetzt hier wieder an der Stelle angekommen. Ja, was man nicht versteht, da sind manche so dunkelrot und haben immer noch kein T-Shirt an. Tut es immer noch nicht genug weh? Oder wollen die zu ihrem Rot noch das Dunkelrot kriegen? Ich verstehe es manchmal nicht. So, jetzt ist wieder Tourismus Ende, sage ich. Ja, und dann kommen dann eben auch so Kommentare. Alles zugebaut, alles zubetoniert, alles zugepflastert. Nein, eben nicht. Schaut euch das an hier. Da ist viel Natur, da ist auch viel Grün. Und da findet jeder auch sein Plätzchen. Klar ist der Strand und die begehrte Lage bestückt. Aber es gibt noch genügend schöne Ecken hier, Naturecken. So, und ja, ein paar Kilometer. Da ist der Risco Blanco übrigens. Da hinten jetzt über diesem Baum in der Ecke. Ich zeige es euch gleich mal neben der Palme jetzt. Die Palme kommt jetzt ins Bild. Die große. Und da, ich glaube, ich bin jetzt genau drauf. So, und dann geht es jetzt hier direkt nach Hause. Die Busse sind weg. Und ich sage auch hasta luego und danke fürs Dabeisein. Hier bei 31 Grad.